Jetzt möchte ich aber beginnen mit unseren ersten Vortragenden. Und zwar sind das Rasmus Grobe und Nele Hirsch. Sie sind umweltbewegte Bildungsforscher. Rasmus ist Vorstand der Bewegungsakademie e.V. und der Bildungswerkstatt für nachhaltige Entwicklung e.V. Und Nele berät über das von ihr gegründete E-Bildungslabor Schulen und zivilgesellschaftliche Akteure in allen Bildungsaspekten. Und sie werden heute zu uns sprechen, Talk to Me, über offene Bildungsmaterialien in der Umweltbewegung. Okay, Bühne frei für unsere beiden Referentinnen. Ja, dann ganz herzlichen Dank erstmal für die Einleitung und auch Hallo von meiner Seite. Das Wichtigste vielleicht zuerst, weil man oft bei einer Konferenz nicht alle Dinge mitkriegt. Ihr seht hier, oh, vielleicht kriegen wir es auch noch nach oben. Einen kurzen Link angegeben, kurzelinks.de/oerbits. Da kommt ihr auf ein HackMD, wo ihr Links zu, also erstmal zu dieser Präsentation, die wir zeigen, direkt haben. Und dann sind in der Präsentation auch einige Hinweise, die wir geben oder Empfehlungen, die vielleicht spannend sind, sich anzugucken. Wir haben das hier in der Präsentation selbst nicht alles als Links aufgeführt. Wer aber mitmachen möchte und sich das angucken will, funktioniert auch über Smartphone. Gerne einfach sich mit durchklicken. Das ist dann nachher so, wenn Fragen kommen oder ähnliches, dann kann man da direkt darauf eingehen. Zu dieser Glirr-Challenge kommen wir dann ganz am Ende. Also erstmal ist nur dieses kurze Links.de OER-Bits. Das ist auch gestaltet in Form, also habe ich schon gesagt, über HackMD, ist also ein Etherpad. Wenn es da Sachen gibt, Fragen oder Ergänzungen, können die da jederzeit eingetragen werden. Ja, und damit starten wir also mit OER, Open Educational Resources, freie Bildungsmaterialien für die Umweltbewegung. Ja, ich weiß nicht, wer hier alles irgendwie in Umweltorganisationen unterwegs ist, mal Hand hoch, engagiert in Umweltverbänden oder so. Okay, ich auch, seit vielen, vielen Jahren. Und eine der Dinge, die wir immer gemacht haben bei den verschiedensten Einrichtungen, ist, wir haben immer irgendwelche Projekte beantragt und dann auch durchgeführt. Und ein wichtiges Element war immer, wir produzieren irgendwelche Materialien. So, und diese Materialien, die werden aufwendig recherchiert, da werden dann Bilder organisiert, muss man die Urheberrechte klären und am Ende ist dann das Produkt fertig, irgendeine Handreichung, irgendeine Broschüre, Materialsammlung, tolle Methoden, Tipps für keine Ahnung was, besser Klimaschützen oder so, was du in deiner Klasse machen kannst. So, und dann sind wir am Ende fertig mit dem Produzieren und dann machen wir unser Copyright rein, weil wir ganz stolz sind auf unsere Materialien und dann ist das Projekt vorbei und dann ist es meist oft so, dass diese Materialien dann irgendwann den Weg in die Tonne finden und dann start again, nächstes Projekt beantragen, wieder recherchieren, Bilder recherchieren, Copyright rein und so weiter. Müssen wir das so machen, ist die Frage. In der Umweltbewegung gibt es so diesen Spruch, nutzen statt besitzen, teilen statt haben. Na, seit vielen Jahren reden wir über solche Sachen. Warum machen wir das eigentlich nicht mit den Materialien, die wir produzieren? Ja, und da sind wir dann eigentlich auch schon bei der Alternative, die anstehen würde. Nämlich, was wir schon einleitend gesagt haben, die Alternative ist dann an dieser Stelle Open Educational Resources. Ich habe es hier mal bezeichnet, um was es sich handelt, als so ein bisschen Share- und Remix-Materialien, weil da eigentlich gut in diesem Share und Remix die beiden Möglichkeiten drinnen sind, die beiden Prinzipien, die man mit diesen Materialien dann machen kann. Das eine ist natürlich, dass ich die teilen kann, dass ich die weitergebe, kann, aber vor allen Dingen auch nicht nur das, sondern ich kann sie dann eben auch in irgendeiner Form verändern. Also das ist das erste Prinzip. Ich habe in irgendeiner Form ein Dokument und sage, so gefällt mir das jetzt aber nicht unbedingt, ich will da noch eine Änderung reinbringen, ich will das noch aktueller machen, ich will das noch umgestalten, kann ich dann tun und ich kann das dann in einer veränderten, verbesserten Form weiterentwickeln. Also wenn man das plastisch sich vorstellen will, das ist das klassische Wikipedia-Prinzip, wo man ja sieht, dass das sehr, sehr gut funktionieren kann. Wenn viele Leute sich an was mit beteiligen, dann wird es aktueller, dann sind viele Perspektiven mit drinnen und dadurch steigt insgesamt die Qualität von so einem Material. So, der andere Bereich, den ich mit den OERs machen kann, also das eine ist diese direkte Veränderbarkeit und das andere ist dann eben die Möglichkeit zu Remix. Das bedeutet,
Ein Beispiel jetzt, wir haben diese Präsentation gestaltet. Wenn ich die jetzt gemacht hätte als eine ganz normale PDF-Folie, klar wäre das für viele, die dann jetzt technisch da ein bisschen versiert sind, auch möglich zu sagen, ich ziehe mir das raus und gestalte das so, dass ich doch einzelne Teile wieder verändern kann. Aber es ist doch mit einem ziemlich großen Aufwand verbunden. Und was wir jetzt versucht haben zu machen und was dann das Prinzip ist von OER, ist es, als remixbare Materialien zu machen. Was an dieser Stelle heißt, kommen wir nachher dazu, die Software heißt H5P, dass ich dieses Teil mir runterladen kann, dann neu als meine Präsentation hochladen kann. Und wenn jetzt irgendjemand von euch sagt, okay, nächste Woche will ich bei mir vorstellen, OER für die Umweltbewegung, aber da noch zwei Folien reintun, andere Folien weglassen, diese Überschrift gefällt mir auch nicht und statt dieses Bildes setze ich mal lieber mein eigenes Bild rein, kann ich das völlig flexibel machen und es dann als neues Material wieder veröffentlichen. Von daher haben wir diese beiden Varianten, die wir machen können. Wir können Sachen direkt verändern und dadurch Materialien immer weiter verbessern. Und wir können sie eben multiplizieren und dadurch für spezifische Zielgruppen anpassen, auch individualisieren und auf diese Weise weiterentwickeln. Klingt jetzt so ein bisschen Zauberei? Wie funktioniert denn das Ganze? Ja, die Basis dafür, damit wir mit offenen OER arbeiten können, sind die offenen Lizenzen, die Creative Commons Lizenzen. Davon gibt es einige. Das Wichtige ist, die sind international vereinbart. Und dadurch entsteht auch eine Rechtssicherheit. So, und es gibt im Bereich der OER, wirklich als OER im strengen Sinne, gibt es eigentlich drei Lizenzen, die wirklich OER sind. Die allgemeinste ist die CC0-Lizenz. Das bedeutet Gemeinfreiheit. Wenn ich ein Autor bin, ein Foto gemacht habe oder einen Text gemacht habe, dann sage ich, das ist mir egal, mein Name muss da nicht drunter sein, die ganze Welt kann das benutzen, verändern, weiter in die Welt bringen, CC0. Also ganz frei. Eine Einschränkung, die man machen kann, das ist dann die CC BY Lizenz, das ist, wenn ich dann als Autor möchte, dass mein Werk verwendet wird von anderen, dann möchte ich aber auch, dass mein Name genannt wird. Und dann wird in der ganzen Kette, auch wenn die Leute dann das vielleicht verändern oder so, am Ende taucht immer mein Name als Autor mit auf. Es ist trotzdem eine offene Lizenz. Und die dritte Variante der OER-Lizenzen ist dann eben das Share Alike, damit lege ich fest, dass das Werk, was ich da dann teile, dass da nicht nur mein Name genannt wird, sondern eben, dass ich will, dass immer unter der gleichen Lizenz dieses Produkt, dieses Werk weiter verarbeitet, verbreitet wird. Das ist deshalb wichtig, weil es nämlich noch andere Lizenzen sind, gibt, auf die wir jetzt nicht im Detail weiter eingehen. Da gibt es ganz tolle Anleitungen im Internet, ganze Kurse, die man machen kann. Und wirklich, wenn ihr mehr damit arbeiten wollt, empfehlen wir euch auch unbedingt, euch da ein bisschen schlau zu machen, weil man kann da auch Sachen falsch machen. Aber es gibt eben einschränkende Lizenzen und zum Beispiel, dass es nicht kommerziell genutzt werden soll oder keine Veränderung gemacht werden soll. Und im strengen Sinne sind das keine Open Educational Resources, wenn die Werke unter solchen Lizenzen stehen. Ja, das ein bisschen, was ihr jetzt schon gesehen habt, ist das gleich immer ein bisschen das Problem von OER, weil man eigentlich findet, wow, das ist so ein spannendes Thema und dann kann man so viel damit machen, aber der Einstieg ist immer erstmal, oh, das ist irgendwie juristisch und da muss ich sowas lernen, wie kann ich denn da rechtlich in irgendeiner Form vorgehen und dann sind viele Leute erstmal so, oh, was soll ich mich denn überhaupt damit beschäftigen? Ich fasse das oft so, dass man sagt, das ist ziemlich doof, dass wir in einer Situation sind, dass wir überall allumfassend geltend eigentlich das Urheberrecht haben, aber zum Glück gibt es sowas wie diese Möglichkeit der offenen Lizenzen, um diese engen Schranken, die eben einfach da sind, durch Nutzungsfreigabe sozusagen zu erlauben. Und wenn man das einmal in seinem Kopf drin hat, dass man sagt, okay, wenn ich OER machen will, muss ich eben einfach irgendwie gucken, dass ich so einen Creative Commons dran packe und wenn ich was mit Creative Commons verwende, muss ich gucken, dass ich da einen richtigen Lizenzhinweis hinschreibe, dann ist man rechtlich eigentlich schon fertig. Und dann kommt das wirklich Spannende, weil man dann sagen kann, wow, plötzlich kann man sich fragen, was kann ich denn dann mit diesen OER eigentlich machen? Und da sagen wir eben von der OER-Community,
diese freien Bildungsmaterialien haben dann tatsächlich das Potenzial, eine zeitgemäße Bildung zu machen, weil die Menschen, die als Bildungsakteure, also ich komme jetzt vor allen Dingen aus dem schulischen und aus dem hochschulischen Bereich, die damit arbeiten, das sind eigentlich die Menschen, die sagen, wir wollen keine fertig vorgefertigten Sachen haben, wir wollen das selbst gestalten, wir wollen das machen, wir wollen das voranbringen. Wir gehen davon aus, dass Qualität entsteht dadurch, dass wir alle gemeinsam zusammenarbeiten, dass wir kollaborieren, dass wir viele verschiedene Perspektiven einbeziehen. Und das ist dann das, wo ihr hier auch dieses schöne Zitat seht von David Wiley, dass man sagen kann, es geht eigentlich gar nicht rein um OER. Ich könnte sicherlich auch mit OER eine total mistige Bildung machen. Ne? Ich kann auch irgendeine Broschüre jetzt von der Umweltbewegung dann eben vorne mit einer offenen Lizenz hinsetzen. Das wäre schon mal ein erster Schritt, ne? Würde das schon besser machen, als es dann jetzt der Fall ist. Aber das große Potenzial ist dann tatsächlich zu sagen, lasst uns OER als ein Vehikel nutzen, um zu sagen, wir machen eine Bildung, die tatsächlich so ist, dass sie Menschen mitbeteiligt, dass sie zum Nachdenken anregt, dass sie kritisch ist, dass sie hinterfragend ist. Und da ist aus meiner Sicht dieses OER tatsächlich das Potenzial für zeitgemäße Bildung. Ah, okay. Ich dachte, da kommt noch was anderes davor. Das OER-Hörnchen, ja genau. Die Basis ist wirklich, also es gibt ja verschiedene Anwendungsfälle für OER. Die Basis ist tatsächlich, dass ich irgendwie Materialien suche, Bilder oder Texte oder so, die ich einfach verwenden will. Wie wir zum Beispiel in der Vorbereitung dieses Talks. Also Nela hat vorhin erzählt, sie hat wie wahnsinnig eine Mülltonne gesucht, wo man eine gemeinfreie Lizenz für hat. Ist nicht so einfach. So, und jetzt kann man nicht das ganze Netz einfach so durchsuchen. Da sind hilfreich bestimmte Tools, bestimmte Portale, die einem helfen, diese OER auch zu finden. Und ein Portal, ein Tool, was ihr auch in den Links findet, ist das Öhrhörnchen oder OER-Hörnchen, wie auch immer man es aussprechen will. Und das ist ein ganz tolles Portal, weil es im Prinzip so eine Art Meta-Suchmaschine ist, wo ihr verschiedene Portale im Netz sozusagen durchsucht werden nach Creative Commons lizenzierten Materialien. Und ist noch relativ neu, aber es ist wirklich sozusagen, weil es so eine Metamaschine ist, sehr, sehr gut und können euch empfehlen, das zu nutzen. Daneben gibt es natürlich diverse andere Portale, über die man suchen kann. Übrigens auch mit Google hat eine Einstellung nach Creative Commons zu suchen. Bei YouTube gibt es das, bei Flickr, Pixabay sowieso. Man muss halt immer erst diese Einstellung machen und dann werden einem die entsprechenden Materialien angezeigt, die dann nach den entsprechenden Lizenzen lizenziert sind. Ja, und der nächste Schritt ist dann also, man hat gesagt, man möchte jetzt ein Bildungsmaterial erstellen und hat dann so ein paar Rohmaterialien, auch schon erste OER vielleicht gefunden. Also in diesem Fall jetzt, ich möchte eine Präsentation machen, auch zu OER in der nächsten Woche, habe dann vielleicht diese Präsentation hier gefunden und es würde dann weitergehen zu sagen, wie kann ich das denn dann jetzt in irgendeiner Form umsetzen? Was gibt es denn da für Tools, die ich nutzen kann, die sich dafür vielleicht in irgendeiner Form anbieten? Und da ist erstmal so das Grundlegende, dass man sagen kann, aus dem Open-Source-Bereich sind grundsätzlich sehr, sehr viele Software-Sachen so angelegt, schon von vornherein, dass man sagen kann, da kann man was reinsetzen, aber dann kann man es auch weiterentwickeln und weitergestalten, weil das ja so das Klassische ist. Ne? Wir haben ja auch GitHub als einen Teil drauf. Wenn man sich dieses Git-Prinzip anguckt, ich habe da irgendwie Code und ich kann da eine Änderung reingeben und dann kann ich die annehmen. Ich kann auch ein ganzes Repositorium für mich weiter nutzen und dann weitere mixen. Also das ist von einem Grundsatz her schon angelegt. Von dem her sind diese Tools, die wir da jetzt irgendwie haben, überhaupt gar nicht abschließend gedacht, sondern man muss so ein bisschen dran gehen mit dem Blick zu sagen, wo habe ich denn was, wo ich ein Material einstellen kann, was andere Menschen dann nachher entweder gesamt, aber vor allen Dingen, das ist das viel Spannendere, auch in Teilen nehmen können und remixen können und weiterverwenden können.
So, und da ist eines, also tatsächlich meiner Lieblingstools, was wir hier jetzt auch verwendet haben und was ich sehr empfehle, sich ein bisschen näher anzugucken, wenn man es noch nicht kennt, das, was ganz oben steht, H5P als eine Open-Source-Software, ist entstanden aus einer öffentlichen Finanzierung in Norwegen als ein Projekt, arbeitet auch durchgängig mit offenen Standards und möglich ist es eben, interaktive Online-Materialien damit zu erstellen. Das sieht dann auf den ersten Blick manchmal ein bisschen platt aus, weil die natürlich auch so Standardsachen, die halt so in der Schule gefragt werden, haben, also so wie, ich habe dann Lückentext und ich habe dann eine Multiple-Choice-Frage, da sagt man dann so als progressiver Bildungsmensch manchmal ein bisschen, naja, was will ich denn damit anfangen, so. Aber es gibt eben auch die anderen Sachen, also dass ich so eine Interaktivität in Videos reinbringen kann, dass ich so Präsentationen wie jetzt hier gestalten kann und damit ist das in jedem Fall eine sehr, sehr schöne Basis-Software, um OER voranzubringen. Andere Sachen, die hier noch draufstehen, haben wir dann auch noch im Einzelnen verlinkt. Die kann man sich dann auch noch angucken. Hier oben links in der Ecke ist noch Twinery als ein Tool, was ich persönlich sehr, sehr gerne mag, weil das wirklich so simpel ist, einfach so im Browser aufrufen kann und dann in einem ganz einfachen HTML-Format, also ohne irgendwie viel dahinter irgendwas macht und dadurch auch eine Weiternutzung von Sachen tatsächlich sehr, sehr gut hinbringt. Oder eben HackMD bzw. CodyMD als eine Möglichkeit, wo wir jetzt auch diese kurzelinks.de OER-Bits mit reingestellt haben, was ich deshalb sehr, sehr gerne mag, weil es eine Kombination bietet zwischen, wir können alle kollaborativ mitschreiben und wenn man das nutzen will, auch für die Präsentation, kann ich gleichzeitig in den Präsentationsmodus schalten. Also von daher, es gibt eigentlich ziemlich viel, man müsste nur, wenn man Sachen gestaltet, eben im Hinterkopf haben, ist es jetzt schlau, wenn ich aus meiner Präsentation tatsächlich ein PDF mache und das dann hier präsentiere? Oder ist es nicht schlauer, dass ich einfach mal gucke, welche Technik habe ich vielleicht sowieso schon da, die ich nutzen kann, sodass es dann auch später für andere remixbar und weiterverwendbar ist? Ja, wir wollen euch drei Beispiele gleich kurz vorstellen aus verschiedensten Bereichen der OER-Welt. OER-Welt ist ein gutes Stichwort, das ist mal ein Screenshot von der OER World Map. Das ist ein Projekt, wo mal verschiedene Projekte im OER-Bereich tatsächlich gesammelt sind und da kann man immer reinklicken in diese ganzen Punkte und da findet ihr Initiativen, Projekte, die in diesem Bereich arbeiten. Das sind oft, aber nicht nur Projekte im schulischen Bereich, wo Lehrerinnen und Lehrer sagen in ihrer Stadt, okay, wir wollen mal gemeinsam offene Bildungsmaterialien erstellen und die machen dann Stammtische oder sowas. Nur mal als Beispiel. Schule ist ein gutes Stichwort. Finde ich tolles Beispiel ist der Schulbuchomat. Das ist ein Projekt, wo schon vor einiger Zeit Lehrerinnen und Lehrer gesagt haben, wir wollen ein offenes als OER Schulbuch erstellen. Und das haben sie gemacht im Fach Biologie, ist jetzt mittlerweile in der Version 4.0 da und es gibt auch andere Fächer, wo solche Projekte entstehen wollen. Interessant dabei ist auch noch, wie die das gemacht haben. Im Hintergrund haben die mit einem Autorentool gearbeitet, das ist in dem Fall ein Autorentool von On Campus, FH Lübeck, wo kollaborativ dann dieses Buch entstanden ist. Das ist ein wichtiges Stichwort. Hoffentlich oft haben wir einen Zusammenhang mit kollaborativen Arbeiten und dem Erstellen von OER. EduLabs ist auch spannend. Das ist sowohl eine Plattform als auch eine Community, die durchsuchen letztlich das Internet nach offenen Unterrichtsmaterialien im Bereich digitale Bildung. Und die sind kuratiert. Das ist eine tolle Sammlung. Könnt ihr auch mal reinklicken. Ja, okay, machen wir weiter. Bisschen. So, und dann jetzt mal ein Beispiel aus der eigenen Praxis. Das ist unsere Plattform Weltverbessern Lernen. Haben wir mit Neles Unterstützung vor, ja, auch schon wieder 2, 3 Jahren oder so, 4 Jahren angefangen, weil wir gesagt haben, naja, diese Umwelt- und globalisierungskritische Bewegung, da fehlt irgendwie so ein Portal oder so ein Ansatz, wo man Materialien teilen und eben auch einstellen kann. Das ist die Idee. Wir sind gerade dabei, dem einen anderen Motor unter der Haube zu geben, in Anführungsstrichen. Wir werden das ein bisschen umbauen, aber die gibt es, die kann man nutzen und ihr könnt gerne auch Material runterladen oder eben auch reinstellen.
Ja, das ist dann jetzt auch schon eine schöne Überleitung, weil die Herausforderung, die eigentlich besteht, ist dieses Letzte. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn einfach mehr Menschen sagen, ja, diese OER finde ich eigentlich eine spannende Idee, da habe ich Lust mitzumachen. Da muss man sich jetzt ja nicht gleich nochmal in eine ganz neue Community reinstecken, auch wenn ich allen empfehlen kann, die OER-Community ist sehr, sehr spannend, sehr, sehr vielfältig, trifft sich einmal im Jahr bei den jährlichen OER-Camps, twittert ansonsten über den Hashtag OER.de, also für OER im deutschsprachigen Raum. Aber auch ansonsten, selbst wenn man nicht sagt, da bringe ich mich jetzt direkt in die Community auch sehr viel ein, die Basis ist eigentlich da, dass man sagen kann, ja, ich mache mit, ich überlege mir das, ich gucke, wenn ich selber Bildungsmaterialien erstelle oder auch wenn ich nutze, dass ich gucke, was finde ich, was offen lizenziert ist und wie kriege ich das selber hin, dass ich meine Materialien nicht nur offen lizenziere, sondern eben auch so zur Verfügung stelle, dass sie dann sehr, sehr gut weiter genutzt werden können. Wir haben in dem Pad einige Links auch einfach noch zur Verfügung gestellt, wo man sagen kann, ah, hier bietet sich das vielleicht mal an, dass man mal startet. Es gibt auch einen Maker-Kurs, also Schritt für Schritt zum eigenen OER, wenn man sagt, das ging jetzt alles ein bisschen schnell, ich will mich da noch mal kurz durchklicken und das irgendwie verstehen. Und was ich am Anfang versprochen hatte, in der nächsten Woche, das ist dann tatsächlich ganz aktuell, startet die Glör-Challenge. Man sieht schon, die OER-Community mag das sehr gerne mit Wortspielen. Da geht es darum, um einen Wettbewerb zur OER-Erstellung für den Lernbereich globale Entwicklung, also globales Lernen, Nachhaltigkeit als ein Themengebiet da zu gucken. Materialien zu produzieren wird veranstaltet vom Portal Globales Lernen, der Ein Welt-Internetkonferenz. Also da ist auch eine herzliche Einladung zum Mitmachen. Ja, damit sind wir am Ende von unserer Präsentation. Vielen, vielen Dank fürs Kommen, fürs Zuhören. Unsere Twitter-Accounts stehen da, sind, glaube ich, beide für Fragen offen und freuen uns. Ja, Fragen aus dem Publikum. Hallo, guten Tag, Holger Kienle, freier Informatiker. Ich hätte vielleicht ein kurzer Kommentar vorneweg, vielleicht noch eine 15. Folie erwartet, wo jetzt eben die Creative Commons Lizenzen auftauchen, die Sie verwendet haben. Und vielleicht noch ein genereller Kommentar aus meiner Wahrnehmung, wenn man mit Creative Commons Lizenzen anfängt, dann kommt man vielleicht leicht in das Fahrwasser rein, dass man sich sozusagen dann eher restriktivere Lizenzen aussucht, weil man sich irgendwelche, sagen wir mal, theoretischen Horrorszenarien zusammen konstruieren kann und sagt, ah, da kommt jetzt vielleicht ein böser Konzern, der reibt sich jetzt die Hände, der hat nur darauf gewartet, meine Materialien in irgendeiner Form missbrauchen zu können. Und da auch die Frage an Sie zurück, ob Sie das so unterstreichen würden. Also da brauche ich ein bisschen Mut, sage ich mal, zu offeneren Lizenzen. Ja, kann ich mich total gut anschließen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Appell. Wir haben ganz bewusst darauf verzichtet, auch die ND und NC Sachen als die Einzelvarianten vorzustellen. Man sieht es auch hier, das kann ich gleich nochmal zeigen, darum ist die Frage auch ganz schön. Wenn ich dieses H5P Dokument habe, habe ich automatisch den Button, das ist sozusagen alles fertig, das erstens drüber steht, als was habe ich das selber freigegeben und dann kommen auch die ganzen Bilder. Ich selber bin eine sehr, sehr große Verfechterin von Public Domain, weil ich sage, wir müssen das eigentlich alles nicht juristisch aushandeln, sondern wir können das in einer sozialen Beziehung miteinander aushandeln. Ich denke, wenn jemandem meine Folie hier gefällt, dann wird der oder die schon dazu schreiben und sagen, na, das haben Rasmus und Nele gemacht, übrigens danke dazu. Da muss ich nicht so einen großen Wert drauf legen, dass dann auch tatsächlich der offizielle formalisierte Lizenzhinweis und dass mit CC-BY draufsteht. Finde es aber auch total nachvollziehbar, wenn man sagt, man macht Sachen, dann setzt man CC-BY drauf, weil man eben einfach die Gewissheit haben will, dass beispielsweise die eigene Organisation oder der eigene Name draufsteht. Weiter, also auch in diese ganze Non-Commercial oder No-Derivates, also keine kommerzielle Verwendung oder keine Veränderung zu gehen, würde ich dann an der Stelle, also unterstreichen, was du gesagt hast, tatsächlich nicht vorschlagen. Wenn ich möchte, dass meine Bildungsmaterialien geteilt werden, dann finde ich immer, sollen das Menschen machen und ich kenne praktisch eigentlich auch keine Beispiele, wo ich sagen würde, da ist jetzt tatsächlich mal was ganz, ganz Schlimmes mit diesem Material
passiert. Selbst wenn jetzt jemand meine Präsentation und Rasmus' Präsentation nehmen würde und dann eine totale Grütze daraus macht, naja, also finde ich, naja, ist mir egal, meine Präsentation ist trotzdem noch da, ich kann die weiter zeigen und gut ist es. Und die Frage ist immer so ein bisschen, warum sollte das jemand tun? Na, also Grütze kann man über das Netz, glaube ich, sehr, sehr viel verbreiten, da muss man nicht vorgefertigte OER nehmen und die in irgendeiner Form verhunzen. Heinrich Mühlenmeier, Umweltbeauftragter der Lippischen Landeskirche. Ich hatte Bilder im Bereich unserer Arbeit freigegeben und die tauchten nachher anschließend in kommerziellen Publikationen auf und haben dadurch Autorenhonorare, die eigentlich gezahlt hätten werden müssen, weggedrückt. Von daher bin ich jetzt dazu übergegangen, wenn ich Bilder freigebe, sie nur noch für die nicht kommerzielle Nutzung freizugeben. Wie steht ihr dazu? Sprich, mit meinen freigegebenen Sachen ist richtig Geld verdient worden. Also das ist eine Frage, die sehr, sehr, sehr häufig kommt und was immer ist. Ich empfehle erstmal grundlegend, es gibt eine Broschüre von iRightsInfo, würden wir auch noch verlinken nachher im Pad, die sehr, sehr ausführlich auf die Problematik eingehen der NC-Lizenz sozusagen, was das einschränkt. Man hat oft die Schwierigkeit tatsächlich, also wenn ich aus dem schulischen Bereich gucke, ich habe alles, was Schulen in freier Trägerschaft sind, die ich ganz, ganz stark ausschließe. Ich habe den ganzen Bereich der beruflichen Bildung, wo auch die Unternehmensseite einfach immer mit drin ist, dadurch, dass wir das duale Ausbildungssystem haben, was ich ausschließe, und ich habe vor allen Dingen im außerschulischen und im Weiterbildungsbereich so viele Initiativen, die eben irgendwie doch auch selber Gelder einnehmen oder mal Honorare, also Teilnehmergebühren oder ähnliches erheben müssen, dass das ausgeschlossen ist, dass die das dann in irgendeiner Form weiterverwenden können. So, darum ist mein Ansatz so ein bisschen, ich kann das verstehen, dass man sagt, ich ärgere mich sehr darüber, dass wenn ich was gemacht habe und dann andere in irgendeiner Form damit Geld verdienen und das weiternehmen. Aber ich glaube, wofür wir gucken müssen, ist, dass wir sagen, wir versuchen, dass das, was Menschen tun, dass das also gut finanziert ist, dass es öffentlich finanziert ist, dass da Mittel dabei sind und dass wir insgesamt politisch auf was hinwirken, dass man sagen, das, was mit öffentlichen Mitteln finanziert wird, muss dann auch weiter offen lizenziert sein. Das hilft dir in deinem konkreten Fall noch nicht, weil wir an der Stelle einfach noch nicht sind und das nicht geschafft haben. Aber das wäre, glaube ich, so die Sache, wenn wir sagen, wir wollen uns eigentlich eine andere Welt vorstellen und wir wollen, dass sich da was ändert. Ja, es ist alles noch nicht optimal und ich finde es auch nicht schön, wie Verwertung funktioniert und wie kommerzielle Interessen sich durchsetzen. Aber da zu sagen, wir lassen das dann mit der Offenheit, ist, glaube ich, keine Lösung, sondern eher immer mit gutem Beispiel vorangehen, selber teilen, gucken, dass es passiert und politisch darauf hinwirken, auf diesen Grundsatz, was öffentlich finanziert wird, muss auch offen lizenziert sein. Nur ein Satz, Ergänzung von mir. Ich glaube, man muss das für sich einfach entscheiden, um seinen Seelenfrieden dann damit auch finden zu können, sagen, okay, ist es mir im Zweifelsfall auch recht, wenn andere dann irgendwas damit machen und dann ein Produkt machen, wo dann auch Geld mitverdient wird, wäre das für mich okay? Und wenn ich sage, das ist mir nicht so wichtig mit dem Geld, sondern im Wesentlichen will ich einen Beitrag leisten und dann wäre das auch okay, dann muss man auch akzeptieren, dass es so ist. Aber ich glaube, man muss es einmal für sich entscheiden und das ist eine Frage der Grundhaltung. Ich bin mittlerweile, ist auch ein Lernprozess. Ich bin mittlerweile dabei, ich leiste lieber einen Beitrag und teile, und als dass dann im Zweifelsfall auch mein Name überall draufsteht oder ja, ich Geld verdienen will oder so. Okay, vielen Dank. Das ist jetzt genau 12:30. Hier war noch eine Frage, die würde ich gerne noch mit aufnehmen und dann zum nächsten Vortrag übergehen. Ja, mein Name ist Nils Marschall, ich vertrete hier das Spiel als Klimapolitik-Spiel Keep Cool Mobil, und wir haben Materialien zu dem Spiel, die stehen auch zum Download bereit. Meine Frage ist eigentlich praktischer Natur, wie schaffe ich das denn, dass jetzt die Suchmaschine das findet? Also ganz wichtig ist es, dass die Lizenz direkt da drauf ist und nicht irgendwo bei euch im Impressum dahingesetzt wird. Und ansonsten, wenn ihr mehr Materialien habt, solltet ihr als Plattform einfach mit aufgenommen werden in diesem OER-Hörnchen. Aber das sprechen wir am besten direkt durch, weil das ist einfach zu machen, aber glaube ich nicht interessant für alle. Aber grundsätzlich, wenn sowas ist, einfach sich melden. Es gibt auch, Gabi ist da von der bundesweiten OER-Informationsstelle, ist auch immer eine Anlaufstelle, wenn man sagt, Hilfe, Hilfe, wie komme ich denn mit OER weiter? kann man ansprechen und gucken. Aber also es ist möglich. Wichtig ist so vom Grundsatz her, die Metadaten müssen direkt bei dem Dokument mit dabei sein und dann kann das klappen, dass man das aufnimmt in die ganzen OER-Suchmaschinen und Projekte.
Okay, dann ganz herzlichen Dank für diese sehr informative Session. Einen dicken Applaus für unsere Referenten. Applaus